Fragen Sonntag. Komisches Intro. Das war ja eigentlich mehr oder weniger die Musik zum Verbindungssonntag. Naja, es ist der letzte Fragensonntag in dieser hier Werkstatt. Das letzte Mal ist immer eine gute Chance, ganz viele Sachen zu beantworten, um sozusagen auch den Sack hier endgültig zuzumachen als Metapher. Deswegen steigen wir direkt ein mit der allerersten Frage von Erich. Ich habe jetzt nicht alle Videos gesehen und Kommentare gelesen. Kannst du mir sagen, wie groß deine alte Werkstatt ist und die neue? Also die alte Werkstatt, diese hier, ist, ich glaube, circa dieser Raum 75 Quadratmeter oder sowas. Oder knapp 80, also relativ klein verhältnismäßig. Ich habe ja noch einen zweiten Raum, der nochmal 25, 26 Quadratmeter hat. Ich glaube, ja genau, dann sind das hier 80. Insgesamt waren das so 106 Quadratmeter. Obwohl ich die andere Seite ja wirklich eigentlich fast gar nicht genutzt habe. Warum? Tja, wir gehen im Guten, also sprechen wir nicht so viel darüber, warum dieser Teil eigentlich nie genutzt wurde. Zu sagen ist, ich habe ihn immer voll bezahlt und ich habe ihn eigentlich nie genutzt. Das ist also das Alte. Die neue Werkstatt ist 270 Quadratmeter groß. Uff, das ist aber deutlich viel größer. Das stimmt. Wir haben da ja auch ganz verschiedene Bereiche. Wir haben den Maschinenraum, den Bankraum, Riesenlagerfläche. Wir haben theoretisch gesehen draußen am Anbau auch noch Lagerfläche. Und wir haben auch noch zwei Büroräume. Einen für mich, einen für Hanna. Da wir ja beide da sozusagen auch noch Bürotätigkeiten ausüben müssen. Das ist die Antwort. Dann Patrick. Hallo Jonas. Hallo. Was hältst du beim Möbelbau von einer Mischung zwischen Holz und Metall? Ist eine verallgemeinerte Frage, also antworte ich auch allgemein. Grundsätzlich finde ich das sehr spannend. Es kann sehr, sehr schön sein. Ich finde, es muss sich halt so ein bisschen die Waage halten. Bei dem Hocker hier ist es ja zum Beispiel auch Metall und Holz. Ich finde es grundsätzlich schön. Metall kann sehr spannend sein. Aber Metall ist natürlich immer ein kalter Werkstoff, kein natürlicher. Ja, grundsätzlich finde ich das spannend. Früher habe ich das auch öfter selber gemacht, also bei Tischgestellen, Untergestellen im Allgemeinen. Ich finde es spannend. Also da können schon schöne Sachen dabei sein. Werden wir sicherlich auch bei euren Projekten, die wir uns jetzt so ein-, zweimal im Monat ja anschauen, auch öfter mal sehen, weil viele von euch schreiben oft, dass sie auch mit Metall selber arbeiten. Dann Graf Saru, schönes kleines Projekt. Was genau bewirkt denn der Aktivator im Zusammenspiel mit dem Sekundenkleber? Das dürfte dieses Video sein. Der Aktivator beschleunigt sozusagen nochmal die Abbindzeit des Leims oder des Sekundenklebers. Das heißt, es klebt wirklich sofort. Man sprüht den Aktivator drauf, packt die beiden Teile zusammen, bumm, super fest. Sekundenkleber an sich klebt ja schon recht schnell. Aber es sind halt doch mehrere Sekunden, hatte ich in dem Video auch gesagt. Gerade dieser flüssige Kleber, im Zweifelsfall läuft er dir schon irgendwo runter. Und das ist halt ein bisschen blöd mit dem Aktivator zusammen. Und vor allen Dingen auch mit dem Gel ist das halt super geil, weil es sehr, sehr schnell, sehr stabil aushärtet. Und wie gesagt, das Gel läuft halt auch nicht überall hin. Das kann man ganz gut kontrollieren, würde ich mal sagen. In den Maßen, in denen man Sekundenkleber kontrollieren kann. Also der beschleunigt das Ganze einfach, aktiviert sozusagen die Verbindung. Dann, Volkmar, wie richte ich denn eine Platte ab, die ich vorher zusammengeklebt habe, die aber nicht durch meine Abrichte meinen dicken Hobel passt? Ho, so wie hier mit einem Handhobel zum Beispiel. Wenn man eine solche Situation hat, und das hatten wir auch im Werkstatttagebuch jetzt gerade bei den Möbeln, dann, wenn man das sozusagen danach nicht mehr abrichten kann, sollte man vorher so gut es geht abrichten und dann beim Verleimen sehr ordentlich arbeiten. Wie man richtig verleimt, habe ich euch hier schon mal gezeigt. Der Trick ist so ein bisschen, dass deine Platten vorher perfekt abgerichtet sind, komplett rechtwinklig sind und dass du dann beim Verleimen nicht so viel Druck aufbaust, dass sich die Platte in eine der beiden Richtungen verschiebt. Ein Trick kann sein, dass du zwingend von beiden Seiten ansetzt, also eine oben drauf und dann wieder eine unten und so weiter und so fort. Oder du versuchst einfach mit der richtigen Menge an Druck zu arbeiten. Das hatte ich schon mal gesagt. Man braucht in der Regel, wenn gut abgerichtet ist, sehr wenig Druck, um eine Fuge komplett zu schließen.
habe ich hier oft genug drüber gesprochen. Wenn es gut abgerichtet ist, reicht es ja fast schon, wenn wir es zusammenschieben und wir sehen gar keine Fuge mehr. Das heißt, wenn du im Nachgang nicht mehr abrichten kannst oder willst, dann musst du im Vorfeld sehr sauber arbeiten. Dann ersparst du dir das eigentlich fast komplett und kommst mit ein bisschen Schleifen davon. Genauso habe ich das bei den letzten Möbeln auch gemacht. Und das ist eigentlich kein Hexenwerk und es macht ja bei ganz vielen Sachen Sinn, weil ab einer bestimmten Größe, bei einer Tischplatte zum Beispiel, ist eh die Frage, wie willst du die nochmal abrichten? Also wenn die 60, 70, 80 Zentimeter breit ist. Es gibt zwar sehr, sehr breite Dickenhobel, aber auch wenn man dann alleine arbeitet, wie willst du die da reinkriegen? Und also es macht Sinn, einfach sehr ordentlich zu arbeiten. Dann, der Heimwerker. Hi Jonas, ich muss jetzt echt mal was loswerden. Anscheinend macht es dir Spaß, dich über ihn lustig zu machen und alles schlecht zu reden. Es geht um das Video mit John Heiss. Hast du nichts Besseres zu tun? Doch, aber wir kommen gleich dazu. Und was ist schlimm dran, keinen Spaltkeil drin zu haben? Es bleibt immer noch jedem selbst überlassen, ob er einen drin hat oder nicht. Ich zum Beispiel habe auch keinen drin und Michael Truppe auch nicht. Wenn was passiert, ist jeder selbst für die Folgen verantwortlich. Ja, das stimmt. Man ist für die Folgen selbst verantwortlich. Theoretisch gesehen ist es auch nicht schlimm, wenn du das nicht machst. Ich weiß, dass Michael das nicht macht. Michael weiß auch, wie ich das finde. Also das erste Mal. Das Video, was John Heiss macht, habe ich auch selber gesagt, sieht er selber ja auch ein bisschen als Spaß. Das ist auch ein Spaß in Maßen, wo man feststellen muss, dass es aber Leute gibt, die das nachmachen. Und das ist dann halt ein bisschen blöd. Insofern muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen auch einfach die Aussage dazu, überlegt euch das. Und worum es mir natürlich ging, ist auch dieser ganze Versuchsaufbau, der wirklich sehr hinkt. Ich habe nichts gegen John Heiss, der macht seit 1000 Jahren Videos, da sind ganz viele gute Sachen dabei. Aber was den Aspekt Sicherheit angeht, ist es halt etwas schwierig und das ist auch beim Spaltkeil so. Es gibt ganz viele Situationen, wo ich das auch sage, das müsst ihr selbst entscheiden, das ist zum Beispiel beim Schmucktragen so. Das ist ein Risiko, das habe ich schon mal erklärt, was zu Hause genauso auftritt wie hier, dass man hängen bleibt. Beim Spaltkeil ist es jetzt so ein bisschen was anderes, würde ich sagen, weil das ist wirklich etwas, es gibt überhaupt keinen Grund, ihn nicht reinzubauen. Das ist das Problem. Es gibt wirklich keinen Grund. Fast jede normale Säge müsste einen Spaltkeil annehmen. Warum willst du ihn ausbauen? Also es gibt, finde ich, also wenn du ein Argument dafür hast, dann nenn es mir bitte. Es gibt nur eigentlich keins. Es gibt keinen Schnitt, wo der Spaltkeil stört, es sei denn, du hast ihn falsch eingestellt und dann kann der Spaltkeil ja nichts dafür. Das Risiko andersrum, wenn man ohne Spaltkeil sägt, nimmt einfach exponentiell zu. Und ich denke, gerade für viele Anfänger ist es überhaupt gar nicht abschätzbar, wie groß das Risiko ist, wann genau es eigentlich auftritt. Und andersrum, selbst für mich als Profi in Anführungszeichen oder auch als wir hier mit zwei Tischlermeistern bei der Esche gearbeitet haben, ist es selbst mit Spaltkeil teilweise so, dass das gar nicht mal ohne sein kann. Deswegen, bei so Sicherheitssachen sage ich das ja immer wieder, gerade bei Maschinen, wenn es Sicherheitsfeatures gibt, warum sollte ich sie aktiv ausbauen? Das ist einfach, das macht für mich einfach nicht so richtig Sinn. Verstehe ich nicht ganz. Ja, natürlich bist du selbst verantwortlich, aber ich kann dir schwören, dass du dir sowas von blöd vorkommen wirst, wenn du dir deswegen, keine Ahnung, eine Holzleiste in den Bauch schießt oder so. Aber wie gesagt, du hast natürlich grundsätzlich recht, es ist deine eigene Entscheidung. Und wenn dir irgendwas fehlt, irgendwann auch. Dann das nächste. Hallo Jonas, ich bin durch YouTube auf dich aufmerksam geworden. Schaue deine sehr informativen Videos sehr gerne an. Umso mehr bin ich erstaunt, dass du deine Projekte auf ShaperHub zum Verkauf anbietest, auch wenn es möglich ist, hat das einen sehr bitteren Beigeschmack für dieses Forum. Solche Nachrichten haben für mich einen sehr bitteren Beigeschmack, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich versuche es mal so vorsichtig wie möglich zu formulieren. Es gibt Projekte bei ShaperHub, ja, 3 Stück. Die es in ähnlichem Rahmen hier kostenlos auf dem Kanal gibt. Alle Videos, die ich mache, sind für euch komplett kostenlos. Und das sind mindestens 3 pro Woche mit Werkstatt-Tagebuch noch mehr. Ich weiß nicht ganz genau, es kommen ja manchmal in regelmäßigen Abständen solche Nachrichten und da kann man doch auch mal drauf eingehen.
Es ist nicht nur so, dass das für euch umsonst ist, sondern es kostet mich auch Geld. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, aber jedes Projekt, was ich hier baue, ob es nun für mich ist oder rein für YouTube, kostet mich echtes Geld. Also das Holz kommt hier nicht hergeflogen. Das ist bei der Hobelbank so. Um das mal in eine vorsichtige Perspektive zu packen, in dieser Hobelbank stecken 3.000, 4.000, 4.500 Euro drin, die ich investieren musste, um dieses Projekt zu bauen, um es euch dann zu zeigen. Ich weiß nicht genau, was daran jetzt so für dich ein bitterer Beigeschmack ist. Also ich muss mit dem, was ich mache, ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Und ich denke, da ist eigentlich auch nichts Verwerfliches dran. Was ich daran halt ein bisschen blöd finde, ist, ich weiß nicht, gönnst du mir das nicht? Oder was genau ist da jetzt das Problem? Und auch das nochmal bei die Projekte bei Shaper Hub, das ist nicht einfach nur irgendein Projekt, das du kriegst bei der Lampe, die es da zum Beispiel gibt, ein fast 90-seitiges PDF mit super detaillierten Anleitungssachen und das Ganze kostet 20 Euro. Also denkt da mal vielleicht, wenn ihr mögt, drüber nach. Also ich meine es gar nicht böse, aber sowas zu lesen, finde ich bei dem, was ich euch kostenlos zur Verfügung stelle, manchmal so ein bisschen, ich möchte nicht sagen undankbar, aber diese Mail ist sehr undankbar, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass die meisten es nicht so sehen, aber ich weiß, dass es auch viele so sehen, weil ich solche Nachrichten, wie gesagt, öfter mal bekomme. Deswegen spreche ich das einfach mal so an. Also es ist zu dem Thema kommen wir auch irgendwann mal. Natürlich ist es so, dass wenn mir jemand sagt, ich gebe dir Geld für das, was du schon benutzt, warum soll man das nicht annehmen? Aber dazu kommen wir irgendwann mal, denn es wird sicherlich irgendwann mal auch Sponsoren geben in gewissen Maßen, was einfach dazu beiträgt, dass für euch die Inhalte regelmäßiger kommen und immer noch umsonst sind. Und ich denke, das ist das, was für mich wichtig ist, euch die Inhalte kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Und wenn es dann mal drei Projekte gibt, die es, wie gesagt, hier auf dem Kanal eigentlich schon gibt, die es auch zu kaufen gibt in einem anderen Maß für eine völlig andere Maschine, die du auch erstmal kaufen müsstest. Keine Ahnung, also das sind so Nachrichten, die finde ich, das ist, glaube ich, mit das Traurigste, was ich so lese, weil ich das einfach nicht so richtig verstehe. Jetzt aber, Jochen, welches Öl verwendest du? Jochen, Sekunde. In all dem Chaos müsste ich es noch finden. Ich habe, also verwendet ist, glaube ich, für das Video mit den Projekten der Kundenauftrag. Ich verwende, wenn ich Hartwachsöl nutze, das von Seikos. Das ist das ganz normale, heißt hier Premium Hardwax Oil, also Premium Hartwachsöl. Ist ein ganz normales Hartwachsöl. Das benutze ich. Wie gesagt, die kleinen Dosen hatte ich im Werkstatttagebuch schon gesagt. Werde ich in Zukunft nicht mehr benutzen, weil die einfach zu klein sind. Aber das ist das Öl, was ich verwendet habe. Und wenn ich Hartwachsöl nutze, nehme ich in der Regel immer dieses, weil ich versuche, und das habe ich auch im Werkstatttagebuch gesagt, nicht mehrere verschiedene Öle zu haben. Denn wenn man dann mal nicht nachdenkt und die zum Beispiel auf einem Projekt oder in Projekten, die zusammengehören, mischt, kann es natürlich sein, dass verschiedene Öle ganz verschiedene Oberflächen bilden. Und das möchte ich tunlichst vermeiden. Es ist wie bei Leim. Wenn es nicht völlig unumgänglich ist, benutze ich in jedem Projekt immer nur eine Art von Leim. Einfach nur, um möglichst alle Variationen zu eliminieren. Das kann man machen, muss man nicht. Ich weiß, es gibt ganz viele, die machen so anders, geht auch, aber ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Ölkmann, ich muss mal neugierig fragen. Neugierig fragen ist immer sehr gut. Warum wird immer geschliffen? Mein Eindruck ist, dass sich gehobelte Flächen doch deutlich gefälliger anfühlen als geschliffene Oberflächen. Ist das dann eher eine Frage der Wirtschaftlichkeit? Das Thema hatten wir auch schon oft. Ich habe auch bei Holzwerken einen Blogartikel darüber geschrieben. Natürlich ist eine gehobelte Oberfläche besser, weil die Fasern gekappt werden und die Poren nicht zusammengedrückt werden wie beim Schleifen. Das Problem ist, dass natürlich je größer die Fläche ist, das Hobeln doch sehr anspruchsvoll ist. Insofern ist es natürlich nicht ganz so einfach, in Anführungszeichen, wie das Ganze zu schleifen. Und andersrum gesagt, es ist nicht unbedingt zeitaufwendiger, aber die Zeit, die man investieren muss, um das Hobeln so zu lernen, dass es funktioniert, ist aufwendiger. Und gerade bei wirklich großen Projekten kann man das natürlich auch ganz schön verkacken, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe einen riesen Tisch und hobel in der Mitte einmal volle Möhre gegen die Faser und reiß ein richtig schön dickes Stück raus. Das ist kaum noch zu reparieren. Das heißt, ja, die Oberfläche ist besser, aber ich verstehe jeden, der sagt, dass ich das nicht mache. Ich mache das auch,
soweit es geht, dass ich versuche, die Sachen zu hobeln, aber ganz oft schleife ich sie auch, weil es einfach nicht einfacher ist, aber auch in vielen Situationen viel machbarer. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass ein Möbel komplett zusammengebaut ist, dann können wir innen drin immer noch schleifen. Hobeln kann dann in ganz vielen Fällen ganz schwierig sein, weil der Hobel einfach nicht mehr ranpasst. Wir bräuchten dann wieder spezielle Hobel, die aber nicht wirklich fürs Abrichten und Finieren einer Oberfläche geeignet sind. Die Mischung macht's, würde ich sagen. Aber grundsätzlich klar, eine gehobelte Oberfläche, das weiß jeder, der eine Spiralmesserwelle hat, ist mega, die ist sauglatt. Also die ist super gut, deswegen ganz oft, wenn man richtig gut abgerichtet hat und gehobelt hat, muss man im Zweifelsfall nicht mehr schleifen, weil die Oberfläche sehr, sehr schön ist. Wenn das Ganze gut eingestellt ist, habe ich auch keine Hobelschläge, keine Macken. Klar, das ist eine Top-Oberfläche. Tim, was hast du dir denn da auf die Rückseite deines iPhones geklebt? Also da ist ein Glückslos drin, da steht, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Das ist so. Und das andere ist ein Sticker, auf dem steht Death Boy, den ich selber mit einem Dymo-Prägegerät ausgedruckt habe. Man sieht da einen Totenkopf, einen Daumen nach oben, dann steht da Death Boy, wieder ein Daumen nach oben und ein Totenkopf. Ich zeige euch das gleich nochmal nah, was man so macht. Rein Erfolg. Was war denn das für eine Musik, die du beim Arbeiten gehört hast? Das habt ihr ganz viel gefragt, das habe ich gesehen. Verschiedene Sachen. Viele von euch haben ja schon mal gefragt, ob ich nicht mal eine Spotify-Playlist mache. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, weil ich habe einen sehr diversen Musikgeschmack und ich mische ihn auch sehr extrem. Also ich höre gerne in der einen Sekunde sehr entspannten asiatischen Trap oder Hip-Hop. Und in der nächsten Sekunde den fürchterlichsten Deathcore, wo irgendwelche Leute dich anschreien, als würden sie gerade, weiß ich nicht, ein Schwein schlachten oder so. Das ist so die Mischung, die mir ganz gut tut. Da kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Ich nenne dir einfach mal fünf meiner absoluten Lieblingskünstler. Spirit Box ist auf jeden Fall voll an der Eins. Das ist einfach nur herrlich. Higher Brothers, Keith Ape, Denzel Curry und was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist I Wrestled a Bear Once. Hört es euch mal an. Ich glaube, manchen wird es vielleicht gefallen, manchen nicht. Ich höre auch softeren Metal, also SLA Dying oder solche Sachen. Bei mir ist es halt immer gemischt. Anhören auf eigene Gefahr. Und dann die letzte Frage. Wann kommt der Tag, wenn Jonas das alles als Livestream macht? Ich wäre dafür. Der Tag war schon mal da. Einmal kurz habe ich ja für Festool einen Couchtisch live gebaut. Der ein oder andere war, glaube ich, dabei. Die meisten von den 70.000, glaube ich, nicht. Fast 70.000, danke dafür übrigens, aber dazu kommen wir gleich. Tatsächlich ist es so, dass ich in der neuen Werkstatt öfter auch mal Livestreams machen will. Viele wissen das, das ist ja auch das Problem beim Gaming-Channel. Hier, wo wir jetzt aktuell wohnen, haben wir wirklich nur Gurken-Internet. Wir haben so ein LTE Gigacube mit 200 GB. Datenvolumen, das heißt, wir haben nur begrenztes Internet. Es ist etwas, was in 2020 sich einfach merkwürdig anfühlt. Ich habe es schon oft genug gesagt, einer meiner besten Freunde wohnt in Nigeria. Der hat da auch kostenlos immer Internet. Wir sind mitten in Deutschland und wir haben hier begrenztes Internet. Und das ist total merkwürdig. Es fühlt sich super scheiße an. Wir haben das nicht wirklich bedacht, bevor wir hierher gezogen sind. In der neuen Werkstatt sollte es besser sein. Es ist woanders, es ist deutlich urbaner als hier. Und trotzdem ist es so, dass 1&1 seit knapp einem Monat unser Internet nicht freigeschaltet bekommt. Wir haben aber jetzt über drei Ecken eine andere Lösung. Es gibt wohl mittlerweile auch diese LTE-Cubes mit unbegrenztem Internet. Und sollte es so sein, dann kann es so sein, dass theoretisch gesehen nächste Woche schon der erste Livestream kommt. Denn natürlich ist live total super. Das ist ähnlich wie beim Werkstattblog. Man ist noch näher aneinander. Ihr könnt direkt zu dem, was ich mache, Fragen stellen. Ich kann sie auch direkt beantworten. Und das ist etwas, was mir bei dem Festool-Livestream auch schon sehr gut gefallen hat. Und an dem Tag habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich das sowohl im Werkstattbereich auf jeden Fall machen möchte, aber auch, und das ist jetzt für alle die Fragen, Alter, wo ist dein Gaming-Channel hin? Ich mochte den. Ich auch, aber es ist eine Entscheidung, sozusagen den Hauptkanal erstmal zu halten. Das Gaming-Thema wird weitergehen. Auch da werde ich, soweit es das Ganze zulässt, auch versuchen, ein paar Mal die Woche live zu gehen, live zu spielen, auch mit euch zu spielen. Ich weiß, die Hälfte der Leute interessiert das nicht, aber die andere Hälfte halt schon. Das heißt, dieses ganze Thema Livestreams kommt auf jeden Fall.
Es ist halt nur so, und das ist wirklich etwas, da muss ich auch mal meine Meinung zu sagen, wir reden hier in Deutschland über 5G-Ausbau und solche Sachen. Und es gibt Regionen, ich bin hier nicht so weit von Hannover weg, wo es gar kein Internet gibt. Hier gibt es gerade mal eine 6000er-Leitung. Da ist politisch einiges im Argen. Das ist wirklich schwer nachzuvollziehen irgendwie, wenn man das so realisiert. Und wie gesagt, es ist kaum vorstellbar, dass man in 2020 irgendwann im Monat eine Nachricht bekommt, ihr Datenvolumen ist alle und dann Internet aus. Was nicht aus ist, ist dieser Kanal. Denn ihr seid mit dabei, ihr seid immer mehr. Ich möchte in dieser Werkstatt noch einmal ganz, ganz groß Danke sagen. Es war ein Jahr und 3 Monate in etwa, dass wir hier waren. Hier ist ganz, ganz viel passiert. Ich habe meinen Meister gemacht. Wir haben hier ein festeres Kanalkonzept entwickelt. Ich glaube, hier habe ich das gefunden, was ich mit euch machen möchte. Und das ist, und das sage ich auch noch mal ganz laut, Projekte machen. Und das auch noch mal bei der Festzusäge haben viele schon gesagt, oh, die ist gesponsert. Leute, es geht hier bei mir nicht darum, euch ein bestimmtes Werkzeug zu erklären. Ich möchte auch nicht ein bestimmtes Werkzeug oder eine Marke euch nahebringen. Es interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was für Werkzeuge ihr benutzt. Das ist auch nicht Inhalt des Kanals. Das, was ich euch nahebringen möchte, sind Techniken, Wissen, Tipps und Tricks. Wie kann ich Möbel bauen? Worauf muss ich achten? Was muss ich beim Holzkauf beachten? Und welche Marken ich dabei nutze, das ist meine Entscheidung. Das sind die Marken, mit denen ich arbeiten möchte und ihr müsst es nicht so machen. Und deswegen auch nochmal, das ist das, was ich hier in dieser Werkstatt sehr, sehr deutlich gemerkt habe. Dieses Lehren in dieser Hinsicht, Lehren in großen Anführungszeichen, macht mir viel Spaß. Der Quatsch drumherum auch. Es freut mich sehr, dass euch sowohl das Lehren als auch der Quatsch ganz gut gefällt. In diesem Sinne nehme ich diese beiden Zettel und ganz andächtig falte ich sie zusammen, denn das war das letzte Video in dieser Werkstatt. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, sehen wir uns in dieser Werkstatt. Der Umzug kommt ja noch. Ups. Der Umzug kommt noch. Das war aber jetzt das letzte Video in dieser Werkstatt. Viele von euch, ich sag's auch nochmal, haben gesagt, Alter, du ziehst schon wieder um. Ja, manchmal sind solche Sachen einfach nur Wegbegleiter für einen kleinen Abstand und dieser Abstand ist jetzt erreicht. Deswegen, das nächste Mal räumen wir hier alles final ein, packen alles ein und dann geht's in der neuen Werkstatt weiter mit genau dem, was wir hier machen. Wissen zum Thema, wie arbeite ich mit Holz. In diesem Sinne, tschüss.